Damit hat sie nicht gerechnet. Die dritte Folge von Beauty Not war voller Drama, so rastete nicht nur Cosplay-Fan Luca völlig aus, weil seine Partnerin Vika überlegt hatte, zu gehen. Auch die temperamentvolle Influencerin Cecilia Azoro konnte sich nicht mehr zusammenreißen. Sie hatte nämlich das Gefühl, dass Vika die Teilnahme nicht richtig ernst nimmt. Doch damit nicht genug, beim Exit-Quiz fuhr eine weitere Beauty aus ihrer Haut, weil sie das Spiel verloren hatte. Nadine Theresa und ihr Spielpartner Julia gewannen diese Woche die Challenge mit Netz, Star, Slavik, 30, als Kodisch und durften deswegen zwei Teams nominieren. Luca und Vika mussten gegen Lorin und Leo antreten, um ihren Platz in der Villa zu sichern. Letztere beiden verloren das Quiz und mussten daraufhin ihre Koffer packen. Insbesondere Lorin kam mit dem Show aus offenbar überhaupt nicht klar. Ich habe gerade so viel Wut in mir, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ärgerte sie sich vor ihrem Nerd Leo. Sie trat sogar gegen die Requisite. Zuvor betonte Lorin, dass sie nicht damit gerechnet habe, ins Quiz geschickt zu werden. Offenbar verstand sie sich gut mit Theresa und Julia, doch letzteren sahen sie und Leo als große Konkurrenz an. Vika, die vorher sogar freiwillig gehen wollte, schaffte es somit in die nächste Runde. Der Triumph schien ihren Kampfgeist wieder geweckt zu haben. Keine Ratte bekommt das Geld. Keine Ratte, die sind alle fake, schoss sie vor Luca gegen ihre Mitstreiter. Tipps für Promiflash? Einfach e-mail an tipps@promiflash.de.